Jo, 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 was geht ab, meine Freunde? Willkommen zum zweiten Part der Flohmarktfunde. Heute werden wir sehr viel auf die andere Kamera switchen, um uns dann die anderen Flohmarktfunde anzuschauen. Ich gehe jede Woche auf den Flohmarkt. Ihr seht hier in der Regel einmal die Woche ein Flohmarkt-Video. Dann die anderen Tage lade ich auch immer verschiedene Sachen hoch, wie Openings oder ja, anderen Kram, alternative Investments und Co. Auf jeden Fall, ja, wir kommen jetzt zum zweiten Part. Und da zeige ich euch gar nicht so viel hier vorne, sondern wie gesagt, mehr da. Wir haben eine ganze Menge Pokémon-Figuren und zwar zweimal. Einmal aus dem Monopoly und einmal hier raus. Die gucken wir uns alle an. Und ja, dann würde ich sagen, holen wir uns hier nochmal unseren. Ja, Schnapper des Tages war es nicht, aber war ein gutes Angebot. Und zwar haben wir ein Nintendo 3DS XL geholt. Leider ohne Stift. Aber. Genau. Funktioniert tut er auch. Und ja, wir machen ihn jetzt direkt wieder aus. Den haben wir geholt. Bezahlt haben wir 50 Euro. Richtig gutes Angebot. Ich hoffe, dass ich irgendwann noch die Pokémon-Spiele für den DS, ja doch, genau, für den DS bekommen könne. Bekomme, damit ich darauf mal wieder die Spiele zocken kann. Ich spiele ja sonst auf dem Advance SP so. Aber da habe ich mal Lust drauf. Das habe ich ja noch gar nicht gemacht und deswegen, der kommt dann schön in meine Sammlung. Ein Buch bekommen. Hier steht zwar Euro 2016 drauf, aber das ist die Champions League Saison 2018 von Match Attax. Haben wir das gesamte Buch für ein, boah, Alter, für einen Zehner gekauft. So. Das gucken wir uns in Ruhe in einem Nebenvideo an und reden ein bisschen über die Karten. Da sind noch schöne Karten von Messi bei Barca, Ronaldo bei Juve, generell sehr, sehr schöne Karten. Meistens fast komplett. Also nicht fast, also ich weiß nicht, fehlen nicht so extrem viele Karten, aber sieht ganz cool aus. Sie wollte zuerst irgendwie 50 Cent für eine Karte haben und dann dachte ich so, boah, bevor ich das alle raussuche, was wollen Sie für das ganze Heft? Da meint sie einen Zehner, aber dann auch nicht mehr verhandelbar. Da meinte ich, ja, okay, machen wir. Habe ich da mitgenommen. Wie gesagt, gucken wir uns in einem Einzelvideo an. Und ja, jetzt schalten wir auch um zu den anderen Funden, die wir uns dann in Ruhe anschauen werden. So, wir sind jetzt hier und gucken uns nochmal die Ausbeute an. Das hier. Die werden wir gleich einzeln mal durchgehen. Die hier auch. Beziehungsweise hier bin ich selber schon durchgegangen. Da waren zwei, drei besondere Sachen bei. Aber jetzt, also das sind keine besonderen Spieler bei. Zumindest nicht für mich. Ich hatte noch Sergio Aguero gesehen. Hier Paul Pogba. So. Aber jetzt nichts, was ich einsleeven würde. Die einzige Karte, die hier, wo man Glück hatte, war Antoine Griezmann und Cristiano Ronaldo. Ich habe den Stapel hatte ich für 1 € gekauft, also mit den beiden. Und ich finde, dafür hat es sich gelohnt. Ronaldo leider nicht im besten Zustand, aber der kommt einfach so in meine Personal Collection rein. Also da passt das auf jeden Fall. Dann haben wir noch zwei Messi-Sticker. Einmal Messi-Neymar und einmal Messi. Da habe ich, was wollte er haben? Irgendwie 10 Cent pro Sticker oder 5 Cent oder so. Und da habe ich ihn halt ein bisschen mehr gegeben, hat er sich drüber gefreut. Auch nicht im besten Zustand, aber für den Ordner reicht es auf jeden Fall und sehen ganz cool aus. Jetzt kommen wir eigentlich zum Holy Grail und zwar zu den hier. Und da werden wir mal in Ruhe reinschauen. Fangen wir mal an, einfach mit der Yoda-Figur. Ich weiß nicht, ob die original ist, müsst ihr mir sagen. Ich glaube nämlich nicht. Aber das war das Erste, was ich auf dem Flohmarkt gefunden hatte und dachte, bevor ich nichts mitnehme, nehme ich lieber sowas mit. Dann gehen wir weiter. Also könnt ihr mir ja sagen, was die hier, wie die genau heißen und ob die eventuell was wert sind oder ob irgendwer von euch Interesse daran hat, weil ich kann damit nichts anfangen. Die waren halt dabei und dann
nimmt man die halt mit so. Naja, jetzt kommen wir halt zum Holy Grail. Das sind die Pokémon. Sagen wir einfach mal an, wir haben hier ein schönes Evoli bei. Oh, anscheinend. Ja. Also ich habe da mal eine Batterie. Achso, nee. Nee, doch nicht. Keine Ahnung. Ein schönes Evoli bei. Dann. Hier, das war ganz witzig. Die habe ich gesehen. Habe ich gefragt, was die kostet. Ist von Burger King. Eine Mewtwo-Figur. Und da meint er, ja, die schenke ich dir. Meine ich auch cool. Mich drüber gefreut. Sieht auch cool aus. Habe ich schon mal im Flohmarkt gesehen, aber dann liegen gelassen. Ich glaube, weil die ja, weil die zu teuer war. Aber gut, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Dann haben wir halt noch ein Pikachu. Ich glaube aber, dass das ein Fake ist. Weil diese ganz komisch sich anfühlt und so. Habe ich glaube ich auch 1 € für bezahlt. Also die war noch einzeln. Aber gut. Dann wie gesagt, hier Pokémon dann hier. Ein Sandarm. Ein schönes Bisaflor. Auch echt teilweise in guter Zustand. Ein Pipi. Ein Natu. Ein Porygon. Ein Smogon. Ein Sichlor, leider nur noch mit einem Arm. Ein Goldini. Ein Kanimani. Ein Tauros. Ein Tornupto? Ich glaube, Tornupto hieß der. Dann noch ein kaputter Pikachu. Ich glaube, wenn man könnte das so aufstecken, aber ja. Dann haben wir hier nochmal zwei von diesen Schleichfiguren. Dann, ich weiß nicht, wie er genau heißt. Imago oder so. Relativ neue Regeneration oder einer der neueren Generationen. Dann ein Kangama. Dann noch ein Pikachu. Pikachus kann man eigentlich immer mitnehmen. Ein Phoenix. Echt viele Figuren, ne? Für den Preis geht's halt klar. Ich glaube, Froxy hieß das Ding. Ich weiß es nicht. Dann haben wir noch, ich weiß nicht ordentlich, wie er heißt. Könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben. Sieht auf jeden Fall nice aus. Valreiser. Und zu guter Letzt ein Suicune. Ein schönes legendäres Pokémon. Nimmt man auf jeden Fall mit. Ja, wie gesagt, die ganzen Figuren waren nicht so teuer. Die hat man auf jeden Fall mitgenommen für den Preis. Und jetzt kommen wir nochmal zu den anderen Figuren, die in dem Monopoly drin waren. So, jetzt kommen wir mal zu den Monopoly-Figuren. Ich habe die gerade alle ausgepackt und das ist einfach doch deutlich mehr, als ich erwartet habe. Echt heftig. Warum auch immer die in dem Monopoly drin waren. Ich habe dafür einen Fünfer bezahlt. Ihr seht das Video auch. Einer meiner letzten Videos ist das. Seht ihr auf jeden Fall verlinkt. Dann war hier halt auch ein Pikachu bei. Ist ein bisschen dreckig. Kann man bestimmt sauber machen. Dann haben wir hier ein Ditto. Ein, ich glaube, Alola Vulpix ist das. Auf jeden Fall kein normales Vulpix. Ein Griffel.
Ein Pummeluff, ein singendes Pummeluff. Dann, ich weiß nicht, wie er heißt. Ist auf jeden Fall, ich habe leider keine Ahnung. Da bin ich dann schon raus. Dann hier ein Manfaxo am Pen oder am Glücklich sein. Autofokus, komm mal bitte. Ja. Dann haben wir hier ein Mimikry heißt es, glaube ich. Hat voll was von Pikachu irgendwie. Dann ein Tragosso. Vor allem sehen die Figuren echt alle schön aus. Also wirklich, jetzt abgesehen von dem Pikachu, ein Fukano. Ein, weiß ich nicht, wie das heißt. Dann ein Evoli, ein schönes. Dann noch ein Pikachu. Ein Mauzi. Und jetzt kommen wir zu den drei Startern. Shigi, Glumanda, Bisasam. Richtig, richtig schöne Pokémon. Ja, das war die gesamte Sammlung. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch haben die Funde gefallen. Die Figuren so extrem geil gewesen. Ey, ich habe mich so gefreut darüber. Das war so nice und es war so geil, die anderen Figuren dann gesehen zu haben in also. Das war, erstmal waren die einen Figuren geil, dass wir die gekauft haben. Und dann war es geil, dass die anderen Figuren einfach in dem Monopoly drin waren, dass wir echt günstig geschossen haben. Also das war ein super geiler Flohmarktfund und es hat, boah, es war nice. Gebt mir doch gerne einen Daumen hoch. Schreibt doch hier gerne, drückt doch hier gerne in die abonnieren. Und schreibt doch hier gerne in die Kommentare, was euer Lieblingsflohmarktfund war oder welche Pokémon-Figur ihr am coolsten fandet. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's nicht gut, macht's besser.